Wie verdiene ich jetzt in dieser Seitwärtsphase Geld? Das Ergebnis zu dem Zeitpunkt $720. Jetzt gibt es natürlich noch viele, die sagen, aber wir haben ja beispielsweise Indikatoren. Nach wenigen Sekunden CAV von etwa 8:1. Das beste Setup für Berufstätige. Abends mit minimalem Risiko profitabel handeln. In den nächsten 10 Minuten zeige ich dir, warum die allermeisten Strategien, die dir gezeigt werden, abends noch viel weniger funktionieren und was du unbedingt wissen musst, um auch nebenberuflich abends profitabel zu traden. Hi, mein Name ist Patrick Haldasch. Ich bin hauptberuflicher Trader und handle ein 1,2 Millionen Dollar Konto bei der Firma Heldenthal & Co. Ich habe bereits Hunderten von Tradern dabei geholfen, ihr Trading zu verbessern und langfristig profitabel zu werden. Das heißt, alles, was ich dir in diesem Video zeige, beruht auf fundierten Erfahrungswerten und echten Resultaten. Du bist berufstätig und du möchtest nach der Arbeit noch Geld mit Daytrading verdienen. Das kann nicht ganz einfach sein, denn es ist meistens so, dass die Märkte ab ca. 18 Uhr in der Regel nur noch seitwärts laufen. Ich habe hier ein Beispiel in der Microsoft-Aktie. Die Microsoft-Aktie, die hatte besondere Nachrichten an dem Tag und wir sehen direkt zur Eröffnung, ja, sind wir hier schnurstracks nach oben gelaufen und ich behaupte immer, ja, so ziemlich jeder hätte in dem Markt Geld verdienen können. Nach 18 Uhr sieht das, wie auch in dem Beispiel, in vielen Aktien genauso aus wie der Microsoft-Aktie, dass wir einfach nur noch seitwärts laufen. Wie verdiene ich jetzt in dieser Seitwärtsphase Geld? Charttechnik können wir komplett ausschließen. Denn was soll der Charttechniker machen? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich jetzt die Aktie shorten möchte, denn irgendwann liegt mein Vorteil nach so einer großen Bewegung irgendwann in der Short-Richtung. Wenn ich jetzt short in den Markt einsteigen möchte, nach klassischer Charttechnik, dann hätte der Charttechniker jetzt hier seinen Punkt 1, hier den Punkt 2 und hier den Punkt 3. Das bedeutet also, in dem Moment, wo wir den Punkt 2 hier rausnehmen aus dem Markt, ja, das wäre hier, wäre der Charttechniker short in der Aktie und er würde seinen Stop hier oben drüber legen. Das Risiko, was wir also in dem Trade haben, wäre die Strecke. Unser Gewinn, also unser Potenzial in dem Trade, seht ihr hier, das wäre wahrscheinlich noch nicht mal ein 1:1 geworden. Das macht natürlich langfristig überhaupt keinen Sinn. Und ihr seht, dass ihr, wenn ihr so handeln würdet nach Charttechnik, ja, dann hättet ihr wenig Spaß. Jetzt gibt es natürlich noch viele, die sagen, aber wir haben ja beispielsweise noch Indikatoren, ja, die uns coole Signale generieren. Wir sehen ja jedes Mal, wenn hier so ein Signal generiert wird, das kann ich dir aus meiner Erfahrung zu Beginn noch sagen, jedes Mal, wenn das Signal kommt, dass man hier short in den Markt gehen soll, da ist der Kurs nicht mehr da, wo das Signal entsteht, sondern der ist schon ganz woanders. Das heißt, auch damit habt ihr keinen Vorteil, ein schlechtes CRV in der Regel. Und dann, wenn das Signal generiert wird, ja, dann läuft der Markt in die Gegenrichtung. Ich werde dir jetzt eine Strategie verraten, mit der du ohne Indikatoren auch nach 18 Uhr profitabel handeln kannst. Worum geht es bei der Strategie? Es handelt sich um eine Orderflow-Strategie und wir schauen uns in dem Beispiel ganz speziell eine Large-Order-Strategie an. Wir haben hier ganz allgemein gesagt auf der rechten Seite nochmal die ganzen Orderflow-Strategien und meine Aufgabe als Trader ist es, das Marktumfeld, was du hier auf der linken Seite siehst, das perfekt einzuschätzen. Zum Marktumfeld nochmal ganz kurz gehört die Auktionsgeschwindigkeit, die Auktionsqualität, die Liquidität im Orderbuch und natürlich die Location, an der wir traden. Und meine Aufgabe als Trader ist es, das einzuschätzen, mir dann das jeweilige Orderflow-Event zu suchen, was zu dem Marktumfeld passt und das dann natürlich dementsprechend traden. Ich habe euch hier ein Beispiel mitgebracht in der CCL-Aktie. Ihr seht jetzt hier mein Orderbuch und wir haben auf dem Preis 8,0 eine Large Order. Genau dasselbe sehen wir in meiner Order Flow Heatmap auf der rechten Seite hier nochmal visualisiert, dargestellt durch den blauen Balken. Wir haben zu dem Zeitpunkt, als wir die 8,0 angehandelt haben, haben wir uhrzeittechnisch 20:13 und 43 Sekunden. Was mache ich jetzt? Wie gehe ich jetzt vor? Ihr seht jetzt hier unten, wir haben einen Sprung gemacht. Wir haben jetzt 20:31 Uhr. Das heißt also, ich musste jetzt knapp 15 Minuten warten, bis der Markt angefangen hat, diese Order abzuarbeiten. Derzeit liegen jetzt noch 165.000 auf dem Preis. Und als ich gesehen habe, ja, dass der Markt jetzt beginnt, diese Order abzuarbeiten, bin ich in den Trade gegangen. Ihr seht jetzt hier unten, mein Einstiegspreis war auf der 8,0. Und ich habe 4000 Aktien short gehandelt, deswegen die minus 4000. Rechts seht ihr nochmal meinen Einstieg in der Order Flow Heatmap. Mein Stop habe ich ganz knapp darüber gelegt, 2 Ticks, um genau zu sein, so dass mein Risiko in dem Trade insgesamt $80 war.
10 Sekunden, nachdem ich in den Trade reingegangen bin, hat der Markt die Order rausgenommen, die auf der 8,0 lag. Und nach wenigen Sekunden liege ich 15 Ticks vorne in dem Trade. Ihr seht, das Ergebnis zu dem Zeitpunkt $720. Mit $80 Risiko hatte ich also in dem Trade nach wenigen Sekunden CAV von etwa 8:1. Wie schnell das Ganze ging, damit ihr davon mal einen Eindruck bekommt, schauen wir uns jetzt in einer kurzen Videosequenz an. Jetzt bin ich im Trade, ja, es geht ganz schnell. Trade läuft sofort an, 10 Ticks vorne, 15 Ticks vorne. Ja, ich bin jetzt hier noch ein bisschen am Managen den Trade, aber letztendlich cache ich die $720 ein. Und der Trade hat circa 30 Sekunden gedauert und ich hatte ein Chancen-Risiko-Verhältnis von etwa 8:1. Mir und bereits vielen anderen Tradern hat diese Vorgehensweise dabei geholfen, auch nebenberuflich eine Karriere als Trader zu starten. Diese Vorgehensweise hilft dir dabei, mit minimalem Risiko zu traden und zudem hast du auch ein sehr gutes CRV in deinen Trades. Wenn ich dein Interesse geweckt haben sollte, dann bewirb dich doch unverbindlich auf der Seite www.heldenthal.com.